Ich habe das Glück, dass ich eine Frau habe, die mich sehr, sehr gut unterstützt und viel mir viel abnimmt, damit ich mich trotzdem auf den Fußball konzentriere. Aber wir geniessen es riesig mit diesen zwei Ladies. Das war für mich persönlich natürlich die Olympiade, die Olympischen Spiele. Das hat mich extrem stolz gemacht. Ich habe wie so, ja, ein Ziel erreicht, einen Traum erreicht. Jedes Skirennen. Ich glaube, keine Überraschung, aber für mich das Highlight des Jahres ist der Sieg gegen Frankreich von der Männernationalmannschaft an der EM. Das war unglaublich. Ich weiß noch, an dem Abend habe ich nicht geschlafen. Ja, ich denke, mein Highlight ist sicher Tokio. Fünfte in einem olympischen Finale zu sein, ist einfach Wahnsinn. Und manchmal ich muss noch ein bisschen so machen und zu verstehen, was passiert ist. Ich denke, das ist der Sieg der Fußballnationalmannschaft gegen Frankreich als welcher. Das war sehr, sehr wichtig für uns. Ganz klar, die Geburt von unserer zweiten Tochter. Ich meine, das ist etwas vom Schönsten, was man kann erleben, wenn man sich das wünscht. Und darum ein sehr schöner Moment gewesen, auch sehr turbulent mit der ganzen Geschichte mit Euro und so weiter. Aber ich habe das Glück, dass ich eine Frau habe, die mich sehr, sehr gut unterstützt und viel mir viel abnimmt, damit ich mich trotzdem auf den Fußball konzentriere. Aber wir geniessen es riesig mit diesen zwei Ladies. Ja, die Entwicklung von ihnen mitzubekommen, ihnen etwas mitzugeben und zu sehen, wie sie Fortschritt machen, das ist sehr schön. Wir sind in diesem Jahr jetzt nach langen Jahren Beziehung zusammengezogen und ich denke, das war sicher nochmal ein neuer Schritt gewesen, der für uns persönlich sehr wichtig war, neben dem Sportlichen. Ja, jeder macht eigentlich alles. Also, es ist nicht so, dass es irgendwie fix ist, jeder macht immer das oder jeder macht immer das. Es macht wirklich jeder alles. Es ist konsequent chaotisch. Ja. Die Geburt von unserem Neffen, also genau. Die älteste Schwester, die jetzt auch da ist, hat einen Sohn bekommen und sie ist so das erste Baby von der Familie und das war sicher ein Highlight für die ganze Familie gewesen. Sie sind super Tanten, wirklich. Sehr liebevoll, sehr herzlich. Und sie ist gebig, wenn man mal ein Hütchen braucht oder so, kannst du schnell vorbeikommen oder du brauchst noch etwas. Sie sind immer da, bin ich mega froh. Ja, meine Tochter hat gelernt Skifahren letzten Winter. Das sind die Momente, wo wir natürlich bleiben. Wir sind umgezogen, wir haben ein neues Zuhause. Genau. Ich glaube, das wäre so das, was wir sagen, das wäre so unser persönliches Highlight. Ja, das stimmt. Das funktioniert gut. Ja, wir wissen genau, wer was machen soll. Manchmal kommt man sich auch mal in die Haare, das ist ja normal. Es hält sich in Grenzen. Schwierige Frage. Nein, persönlich würde ich sicher zum Belinda das Award geben. Wenn es nach mir ginge, würde ich sagen Jan Sommer und das Schweizer Fußballteam. Ich würde natürlich mir selber. Ja, natürlich. Ja, es ist wirklich ein fantastisches Jahr gewesen. Ich ganz Teamspieler würde natürlich weitergeben, aber ich würde jetzt nicht irgendjemanden rausnehmen. Ich glaube, es hat nie jeder verdient gehabt. Definitiv mit einer Frau nach dem Jahr. Es war glaube ich, für sie extrem turbulent, extrem hart und anstrengend. Und darum hätte sie den Preis verdient. Sicher den Eltern, die jetzt, jetzt nicht nur in sportlicher Hinsicht, auch als junger Mensch, sage ich, sicher am meisten am Erfolg haben. Ja. Sie hat logischerweise einen verdient. Was sie alles immer muss durchmachen muss, mit einem Sportler zusammen zu sein, das wissen glaube ich, Partnerin oder Frauen von Sportlern am besten. Es ist extrem nervaufreibend. Wir haben extrem wenig Zeit und sind so spontan immer unterwegs. Ich denke, unsere Eltern, das sind echt die grössten Unterstützer schon von Anfang an und die mega wichtig sind in eurer Karriere. Ah, wahrscheinlich an meine Frau, weil sie hat viel Geduld. Wir sind oft abwesend mit der Pandemie, muss man oft spät arbeiten und das war eine Herausforderung für sie und für mich auch natürlich, uns ein bisschen Zeit zu behalten. Ich würde das Award zu meinem Großvater geben. Er hat jetzt ein bisschen ein harteres Moment. Ja, meine Frau Nina. Sie ist die beste Frau. Ja, sie hat auch schwierige Sachen, die sie durchmachen muss. Und sie hat ganz klar ein Award als beste Frau verdient und als beste Person.